Ich begrüße euch herzlichst zu einer neuen Folge zu YouTubers Live. Hey, mal wieder eine neue Folge. Ich habe ja gesagt, spontan springe ich hier immer mal wieder auf den Mond. Ja, wir befinden uns ja auf dem Mond in unserem YouTube-Apartment. Als reicher YouTuber kann man sich halt sowas leisten, ne? Aber, hatte ich nicht hier noch einen PC, den ich reparieren wollte? Irgendwas war doch hier eben. Ist ja schon... Na gut, okay. Oh, da ist gerade Geld reingekommen. 75.000 haben wir eigentlich gar nicht so viel, oder? Ach doch, hier ist der PC kaputt. Dann gehen wir jetzt hier mal hin. Info. Ach gut, genau. Doch, da kann man es auch reparieren. Ist ein bisschen umständlicher. Ich frage, was ist das denn eigentlich? Neue Aufgaben. Lust, deinen inneren Journalisten herauszufordern? Nutze jede Gelegenheit, um ein gutes Interview zu machen. Umso besser, wenn es mit jemandem Berühmtes ist. Lade ein Interview hoch. Geil. Also es gibt mal wieder neue Updates und neue Inhalte. Ich weiß gar nicht, was es alles so gibt, aber scheinen mal wieder ein paar Kleinigkeiten, die wir hier so erleben werden. Ich weiß aber gar nicht, wie man Interviews macht. Das werden wir mal versuchen, in dieser Folge herauszufinden. Jetzt lasse ich aber erst einmal meine Mitarbeiter ein bisschen knechten hier. Und zwar, wobei du kannst eigentlich hier mal... Video aufnehmen. Haben wir denn noch gute? Müssen wir neue Spiele kaufen? Sind die noch beliebt? Die sind nicht mehr so beliebt, ne? Ei. Eieiei. Können wir eigentlich sofort verkaufen, oder? Dann könnten. Wobei. Wo sind. Das ist blöd. Achso, das. Ja, gut. Erstmal was essen. Essen. Was kaufen wir uns? Was essen wir uns denn? Haben wir wenigstens schon mal einen Plan. Interview heute machen mit, keine Ahnung, mit PewDiePie, mit Gronkh, mit Sarraza. Oder wir machen einfach ein Interview mit uns selber. Ja, wir sind ja auch berühmter YouTuber, berühmte YouTuberin. Kann man eigentlich das jetzt hier endlich machen? Ja, das ist irgendwie... Ah, das ist doch blöd. Was wollte ich gerade machen? Genau, ich wollte erstmal neue Spiele kaufen. Einkaufen, mal gucken, was es da so Neues gibt. Dieser Algorithmus, dass es immer neue Spiele hier gibt mit so verschiedenen... Das setzt sich wahrscheinlich dann irgendwie... immer wieder aus bestimmten Sätzen, bestimmten Wörtern oder Wortfragmenten zusammen, diese Spiele, diese Spielenamen und die Cover, wie sind ja auch teilweise, sind ja immer die gleichen eigentlich. So, Topseller, was haben wir denn hier so? Ist das was? Bewertung ist jetzt nicht so geil. Gucken wir mal. Kaufen jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen. Top-Bewertung. Haben wir das schon? Nee. Ah, kaufen wir erstmal. 147 Dollar. Sehr gut. Unsere Freundin hat mal wieder für uns eingekauft. Wir werden echt noch arm, wenn die weiter so macht. Na gut, wir haben mal 75.000 auf dem Konto. Insofern ist es ganz gut. Kann sie ja mal machen, ne? Wenn man so ein bisschen Geld hat. Dann kann man das auch mal ausgeben. Na komm, wir öffnen sie einfach mal sofort. Dann können nämlich meine Kollegen mal wieder weiter aufnehmen. So. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, du kannst aufnehmen. Hallo. Aufnehmen. Video aufnehmen. Mal gucken, wie sind denn die Spiele? Was haben wir denn hier? Bouncing Barcode Shootout. Das ist ein Rennspiel. Oh, mega beliebt. Video starten auf jeden Fall. Machen wir erstmal ein fettes Gameplay dazu. So. Monoausgabe, Außenfilter, 3D. Forza Horizon 3 mit dem großen Ohr, oder was? Was? So, ja, da oben wieder weg. Werbevideo, weil wir bekommen von Microsoft da bestimmt ganz viel Geld für, ne? Mögen die Leute mal, wenn man da fette Werbevideo drauf schreibt. So, du kannst auch mal was aufnehmen. Eigentlich kannst du dasselbe Spiel aufnehmen, aber wir gucken uns mal die anderen Spiele noch an, die wir uns Oh, das ist nicht so beliebt. In the Lost Kingdom of Kangaroo Master. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist das, was wir gerade aufnehmen. Rocket Powered Stapler. Auch sehr beliebt. Sehr, sehr beliebt. Eine Preview. Ich mache irgendwie nie Preview, weil ich das immer verchecke, wann ein Spiel denn rauskommt. Dann nehmen wir mal PC 2. Dann außen wieder Mondausgabe. So. So. Schön. So, dann, du könntest auch mal was machen. Ich glaube, ein Spiel haben wir noch, oder? Haben wir noch, wo bist du denn? Hallo? Wo ist der Typ? Ach da, was macht der denn da? Video aufnehmen. So, dann haben wir das. Ach, das... African Disco... Ich kann das nicht mal aussprechen. Aha.
Wolke, das haben wir. Und Eternal, nee, Eternal Computer. Gut, nehmen wir auch dankend auf. Zack, zack. Dann nehmen wir Arbeitsplatz 3, Außenfilter. So, dann muss ich mal nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich richtig ist. Ich glaube, wir hätten hier aber noch eine bessere Webcam, oder? Zur Auswahl. Muss ich auch nochmal gucken. Und wobei, das ist mittlerweile ganz ehrlich, das ist so egal eigentlich. Wir kriegen unser Geld sowieso rein. So, und wenn die jetzt alle Videos produzieren, dann haben wir jetzt gleich Zeit auf jeden Fall. Guck mal, 3,5 Millionen Abonnenten, das ist einfach mega krass. Die sind auf jeden Fall dann zufrieden, die Leute. Ja, gut, das ist jetzt nicht so. Aber komm. Wobei, ach, das macht... Nee. Nee, komm. Dann gehen wir zu dem Spiel. Dann nehmen wir da auch noch eins von auf. So. Zack. Nein, 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 nein. Wir gehen zum Arbeitsplatz 4. Zack. So. Du könntest... unsere Haupt-YouTuberin... Könnte natürlich mal ein Foto machen, ein Selfie machen. So. Oh, guck mal, die ist sogar mit dann drauf. Damn. Das sieht natürlich geil aus, so mit dem Hinterkopf, aber gut. So. Ja, wie lädt man denn dann Leute... Was ist das denn für ein Symbol da? Ach, nee. Das ist dann Mode? Gibt es das jetzt? Weiß das einer schon? Kann man jetzt schon Mode-YouTuberin werden? Was ist das für ein Lifestyle? George ist Lifestyle-YouTuber auf einmal. Okay, was ist das denn da hier? Ist das Out? Nee, was? Ach, das ist Gaming dann. Und die anderen, die haben gar... Ach, das sind keine YouTuber, oder? Aber wie mache ich denn jetzt um Himmels Willen Interviews? Vielleicht sollten wir mal auf ein Event gehen. Komm, wir machen heute mal ein Event. Und zwar... Und wir fragen einfach mal, wer heißt unsere Freundin nochmal? Ich habe den Namen meiner Freundin vergessen. Ach, wie heißt die nochmal hier? Ich meine, das steht ja hier. Selina, genau, Selina. Natürlich, natürlich. So, wo gehen wir hin? Einladen. So, wozu habe ich die jetzt eingeladen? So, was mit dir? Ist das Video schon fertig? Schon fertig? Zeichen's her. Okay, oh, das ist schlecht. Gut. So. Ja, haben wir die jetzt eingeladen? Warum ist Selina eigentlich ganz unten? Warum kann man das nicht nach oben ordnen? Ich meine, das ist... Wir sind nicht so... Wir haben die geheiratet, oder? Ja, gut, dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Kommt eine Veranstaltung? Wie? Keine Veranstaltung? Schritt-für-Schritt-Anleitung von Street Killer 2, einschließlich Geheimnisse. Ist sie gut? Nö. So, was haben wir hier? Benachrichtigung. Irgendwie gar nichts heute, oder? Warum steht überhaupt gar nichts an hier momentan? Das ist ein bisschen blöd. Hallo, Selina. Hallo, ich möchte gerne ins Kino einladen. Okay. Super. Kino, zieh dich um. Heute Abend und sofort geht's los. Ja, ja. Ja, kann ich auch mitleben. Es geht wieder nur bis 101 und dann springt es wieder auf 100 zurück, ne? Also das könnten wir echt mal verändern. Zum Event gehen, Video fertig ist. Ja, ja, klar. Das sieht total geil aus. Ey, hier so eine Wrestling-Maske, das ist doch geil. Ich habe diese Woche sogar einen Wrestler getroffen. Erste Mal in meinem Leben. Ich dachte, er bringt mich um, aber ich habe es zum Glück überlebt. Dann einfach, klar, so ein Wrestler hat natürlich auch so Jesus-Schlappen da an. So... Wir müssen auch mal wieder neue Anziehsachen kaufen, oder haben wir eigentlich da alles so bauchfrei? Sieht natürlich nice aus. Dann passt aber der sehr kurze Rock aber nicht dazu. Boah, das hier. Aber dann, nee, da müssen wir hier, wir brauchen irgendwas Neues. Ey, das geht ja gar nicht. Das sieht süß aus, aber das haben wir immer an. Heute mal ohne. Sollen wir eine Kette anziehen? Na, guck mal hier, stilvoll, stilvoll, wie eh und je. Oder auch nicht. Ja, komm mal so. Schön, zum Event gehen. Was ist denn hier eigentlich los? Insgesamt zu zahlen, 17.000. Ja, dann zahl das doch mal. So, kann man...
Interview aufnehmen. Tatsache, Tatsache. Können wir auch mit Celina ein Interview aufnehmen? Nee, leidenschaftlich erstmal küssen. Hä? Sie will nicht? Was? Wir müssen unsere Beziehung mal verbessern. So. Aber geht denn jetzt ein Kuss oder müssen wir da noch ein bisschen weiter küssen? Aha. Ein Geschenk geben. Das kostete einfach mal ein paar Dollar. Und ein leidenschaftlicher Kuss. Aber wir können mit Celina sogar ein Interview aufnehmen. Aber macht das Sinn? Weiß ich gar nicht. So, okay, perfekt. Interview aufnehmen. Hallo, guten Tag, wer sind Sie denn? Hallo? Du startest die Aufnahme. Intro mit 3D, natürlich ganz fett am Start oder auch nicht. Lustige Begrüßung. Ja, mach mal. So, wer bist du denn mit deinen seltsamen Haaren? Die befragte Person hat ein Mikro, hat ein ausgeschaltetes Mikrofon. Was? Hä? Was? Da müssen wir erstmal einen ernsten Kommentar da hinterher pfeffern. Die befragte Person beantwortet deine lange Frage mit einem simplen. Mit einem simplen was? Mit einem simplen. Da freuen wir uns. Das ist eine wütende Kritik. Ja, natürlich, das passt dann auch noch. Alles klar. Die befragte Person hört dich. Hört nicht auf zu lachen. Ah, lustiger Kommentar dazu. Natürlich, wir sind ja auch sehr lustig und sympathisch. Das muss ja einfach sein. Authentisch. Wir als YouTuber müssen authentisch sein. Die Frage antwortet, dass sie ein besserer YouTuber ist als du. Was? Singende Kritik? Du bist besser als ich? Im Leben nicht. Im Leben nicht. So, was haben wir nur auf manche Fragen? Ja, komm hier. Fett. Fett hier. Ja, passt nicht. Egal. So, du stellst eine dumme Frage. Ja, konstruktive Kritik. So, da haben wir nichts mehr. Ach, so ein Mist, das passt alles nicht mehr. Wir hätten eigentlich hier Dings da nehmen müssen. Ach, blöd. Die befragte Person macht dich lächerlich, bitte was? Na gut, egal. Ich werde es zu Hause bearbeiten. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal mit Celina ins Kino. Wobei, hier können wir nochmal kurz posieren. Posieren. Ja, genau. Vor dem Typen mit dem Schnauzbart. Hinterher so genug, Leute. Lasst Payset rein. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Das ist eine große Ehre. Guck, alle werden weggeschickt. Sag mal, hallo? Weg. Ja. Haben wir jetzt posiert. Hä? Seltsam. Errungenschaft? Kino heute Nacht? Also, es gibt irgendwie auch neue Achievements für Steam. Okay. Hier sind aber... Ja, hä? Was hat gerade gesagt? Nicht viele Leute oder nicht keine witzigen Leute? Ich habe irgendwie gerade witzig gelesen, keine Ahnung warum. Na gut. Gucken wir uns den Film an. Was ist, wenn wir jetzt abhauen? Wird das dann als Abhauen gewertet oder Hauptsache wir waren da? Nicht, dass Celina mit uns Schluss macht. Das ist wie, das ist schon sehr romantisch hier auf jeden Fall im Kino. Ja. Guck mal hier, der Hintergrund. Aber ich verschwinde trotzdem jetzt mal. Ich muss noch weitermachen. Hallo, ich habe ein Unternehmen hier zu führen. So, Film ist vorbei, weil ich verschwinde, ist der Film vorbei. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Jetzt kommt bestimmt mal ein Kommentar von Celina. Na gut. Okay, Leute, was geht denn hier? Mama ist wieder in der Haus. So, das Interview auf jeden Fall noch machen. Zeige das Ergebnis. Naja, hätte sie mal ein bisschen mehr Mühe geben können. So. Und dann machen wir das Video. Bin ich echt mal gespannt. So. Interview. Interview mit einem Vampir. Ausrufezeichen. Richtig geschrieben. Ja, ne? Gut. Das denn eigentlich hier? Bestelle etwas für mindestens diese Menge an Geld. Könnten wir noch machen, aber. Na. So, die anderen machen mal wieder nichts, aber ist ja auch egal. Komm, bewerben. Für 1000 Dollar bewerben wir das. Ist auch schon krass, ne? So. Wobei das ist beides null. Man weiß nicht, ob das gut ist.
Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall noch hier. Netzwerk-Event, na, natürlich. Einladung von deinem Netzwerk. Hallo, Pezzet, wir sind stolz, dich zu einer Präsentation des neuen Spiels Almighty Big Game Hunter einzuladen. Das ist in Kürze für die Plattform Nintendo 3DS erscheint. Wir hoffen, dass du erscheinst und einen guten Eindruck, bla 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 bla. Ja. Ja, was hauen wir sonst hier noch so rein? Wir können das hier... Ja, das ist gut. 3D-Texte hinzufügen. Ich bin zurück vom Shoppen. Ey, die waren schon wieder einkaufen. Was ist denn los? Wäre eben noch im Kino gewesen. Ich will schon wieder einkaufen. Rendern. Oh, das ist ja gar nicht mal so interessant für die. Vielleicht war die Person, die wir interviewt haben, nicht so mega interessant. Na gut. Oder der Titel war kacke. Interview mit einem Vampir ist aber gut, wenn es wirklich ein Vampir gewesen ist. Hey Kleiner, ich bin Straßenmann. Nein. Getäuscht. Ja, schön. Okay, am 7. Was haben wir denn heute? Wir haben heute den 5. So, schönes Video bitte gemacht. Ja, cool. Nice. Nice, nice, nice. So, das Interview mit einem Vampir-Video lädt gerade hoch. Wir müssen mal im Bett. Wir müssen mal Bett gehen. Wir müssen mal schlafen gehen. Auch auf dem Mond muss man schlafen. Wie, aber ich habe ich doch... Ach so, ja, das müssen wir jetzt geschafft haben dann. Lade ein Interview hoch. Ja. Was, so viele schlechte Kommentare? Hahaha, wenn diese Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Schlechte Nachbearbeitung, Owen. Schlimmstes Video überhaupt. Kann man es denn noch schlechter machen? Hey, ja gut, unsere Eltern. Das Video ist abgefahren, Ryan. Ich habe von diesem Video mehr erwartet. Das ist ein Interview mit einem Vampir. Gut, du kannst richtig... Wow, ich habe dieses Video geliebt. Calvin. Das ist bestimmt Kevin, er hat sich nur falsch, hat sich verschrieben mit seinem Namen. Jawohl, haben wir geschafft. Gut. Lust, achso, wie kriege ich jetzt kein neues? Ah, ich habe eine Box erhalten. Ja, dein Unboxing hoch. Ja gut, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Was wollte ich gerade noch machen? Achso, das Netzwerk-Event. Dann gehe ich jetzt noch mal kurz was essen. Der 6. Okay. Danach mache ich, glaube ich, mal ein Unboxing mit meinen Kollegen. So, einen fetten Salat essen. Schön schnabulieren. Salat ist immer gut, der Kristall ist immer schön voll. Oder fast voll. So, dann mache ich jetzt mit... Ich kann auch mit Celine eigentlich... Wobei, sie ist jetzt keine bekannte YouTuberin, oder? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, das ist alles runtergegangen. Aber das ist noch cool. Da machen wir ein Duel. Wobei das... Ich bin ja gerade noch eins weitergesprungen. 89. Ne, 90 hatte das, oder? Liebt halt. Können wir aufhören zu reden und Video erstellen? Leute, wir arbeiten doch hier. Stereo... Ja. Mal gucken, wie das ankommt. Bin ich wirklich gespannt. ja, wenn ihr euch ein bisschen besser auskennt, könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was es so für neue Features hier gibt. Was die letzten Updates so mit sich gebracht haben. Du schaltest die Aufnahme. Letzte Begrüßung erstmal mit Selena. Ja, hey, super. Und dann Ladebildschirm. Oh, ein bisschen crazy hier. Unlustiger Kommentar. Das ist eine... Oh, zieh dich um. Wir müssen eigentlich weiter. Wir müssen zu dieser Netzwerkparty. Könnte aber ein gutes Video werden, glaube ich. Wie viele Punkte wir mittlerweile hier so haben. Boah, das mal zwei auch noch. Geil. 14 Punkte. Na gut, das läuft doch ganz gut, das Video. Nice. Nice, 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 nice. Langer Kommentar. Oh, ein bisschen was Lustiges. Haben wir natürlich auch. Ja, das wird ein echt gutes Video. Vielleicht ja unser bestes Video ever. Man weiß es nicht.
Boah, da nochmal 15 Punkte reinballern und dann sind wir fertig. Guck mal, das hat genau gepasst von den Punkten her. Zum Ende des Videos fertig. Was denn? Was wollt ihr denn? Ja, machen wir mal, aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser heutigen Folge. So, Netzwerkparty müssen wir eigentlich auch noch hin. Nö. Nö, das passt nicht. Das ist besser. Wobei, ich brauche eigentlich noch eins. Ach komm, machen wir das jetzt so. Dann hauen wir jetzt noch Ton rein. Noch ein bisschen Ton. Das ist ein gutes, das ist wirklich ein gutes Video. 71, minus 25, warum? Wegen Selina oder was? Neuer Rekord. Bin ich gespannt. Ja, bin ich aber hier spannend. So, Netzwerkparty. Wir gehen einfach zum Event. Ich habe keine Ahnung, was ich mal anziehen soll. Jetzt weiß ich, wie sich eine Frau fühlen muss. Oh, was haben wir hier noch drin? Achso, das ist das Spiel, das wir spielen sollen. Voll. Dass wir spielen sollen. Wo wir, was für eine Zeit wir leben, dass wir schon Spiele spielen müssen, dafür bezahlt werden. Ja, dann. Almighty Vicky Game Hunter. Das ist ein Sandbox-Spiel und wir werden es auch noch rausbringen. Ja, das kennen wir mittlerweile. Ja. Was hat sie denn für Haare? Die sollte wieder ein bisschen zusammen machen. $34.99 am 10. April. Also 10 Tage. Ja, vielen Dank. Ja, Applaus. Wir klatschen hier. Ich klatsche gar keiner. Na gut. Ja, diese Präsentationen sind immer langweilig, aber wie in der Realität teilweise, ganz ehrlich, die E3 Pressekonferenzen und so. Ja, können wir machen. Warum war das jetzt auf Englisch auf einmal? Ich weiß es nicht. So, wir könnten uns mit den Leuten ja noch unterhalten, wir könnten sogar noch ein Interview machen, wir könnten hier posieren. Ich sag mal, posieren. Posieren. So, wir gehen nach Hause. Dann warten wir jetzt noch ab, dann müssen wir jetzt noch die Punkte bekommen. Ja, haben wir sie eben schon bekommen? Keine Ahnung. Ja gut, auf jeden Fall haben wir mal ein Interview gemacht und würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Ja, Strafe zahlen, super. Wenn ihr Bock habt, ne, natürlich nur dann. Kommentare, gespannt, wie das Video so ankommt. Gucken wir uns dann mal an, ne? Hatte auf jeden Fall jetzt schon 100.000 Aufrufe. Euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und dann bis dann. Ciao.